Hallo, ein kleiner Film über die Gestaltung der Programmoberfläche von Cinema 4D. Ich wollte Ihnen einfach mal etwas zeigen, was die meisten von Ihnen vielleicht auch schon wissen, dass man die Programmoberfläche einfach anpassen kann. Ich werde von den Studenten immer wieder gefragt, in welchem Format sie eigentlich ein Bild rendern sollen. Und das ist natürlich eine Frage, die davon abhängt, was man eigentlich für ein Bild haben möchte, welche Komposition, welches Format, also CinemaScope oder Hochkant oder quadratisch oder was auch immer. Und dabei gebe ich immer folgenden Hinweis. Sie sehen im Editor normalerweise den Bereich, der später nicht gerendert wird im Bildmanager. Das heißt, wir haben hier ein Format, was man hier gehighlightet sieht, was sozusagen gerendert wird. Damit Sie beim Arbeiten schon immer wissen, was Sie eigentlich später im Bild haben werden, ziehen Sie doch einfach den Editor hier an so einer Kante so weit nach links, also die Kante da meine ich, bis Sie dann das Format auch sehen. Ja, das ist einfach praktisch. Das können Sie machen. Sie können sogar dieses Layout, wenn Sie jetzt dauerhaft erstmal in diesem Format arbeiten wollen, speichern. Das zeige ich Ihnen schon mal. Das ist hier im Fenstermenü, Layout, Layout speichern als. Und dann geben Sie dem Ganzen irgendeinen Namen und dann können Sie das immer wieder aufrufen. Sie wissen ja, dass Sie hier links oben in der Regel, also bei dem Standard-Layout, ja, da sehen Sie den Button, wo Sie die Layouts auswählen können, die dann so auf diese Weise gespeichert werden. Ein paar sind voreingestellt, diese hier stammen alle von Maxon. Dann habe ich zum Beispiel hier welche, die ganz einfach noch andere Formate zeigen, wie zum Beispiel das hier für mein Buchcover, der bekanntlich Hochkant ist. Und entsprechend wollte ich auch immer sehen, wie das in Hochkant aussieht. Und jetzt zum Beispiel habe ich hier so zwei Formate, die heißen Postkarte hoch und quer. Das ist die Idee, eine Reihe von skizzenhaften Renderings im Postkartenformat zu erstellen von mir. Und deswegen habe ich mir das Layout so eingerichtet. Sie sehen dann hier, dass alles irgendwie ganz anders aussieht. Wir haben hier die Attribute-Palette, den Attribute-Manager, Objekte daneben, Materialien daneben. Dann haben wir die Rendervoreinstellung sogar im Layout. Und jetzt wollte ich Ihnen mal ganz kurz zeigen, wie Sie das eigentlich anstellen können, dass Sie sowas auch haben. Ja? Das ist nämlich ausgesprochen praktisch. Und wenn Sie das einmal gewohnt sind, dass Sie das machen können, dann machen Sie das ständig für jedes Projekt im Grunde sogar. Denn Sie haben natürlich die Möglichkeit, jedes Format, was Sie dann später haben wollen, entsprechend immer gleich schon so im Editor zu sehen. Außerdem, und das ist auch wichtig, Sie brauchen immer weniger Editorfläche, je länger Sie mit dem Programm arbeiten. Am Anfang kann es gar nicht groß genug sein. Und irgendwann einmal wissen Sie schon, was das alles zu bedeuten hat. Deswegen darf das dann immer kleiner werden und Sie sind im Gegenzug sozusagen immer begieriger darauf, noch mehr Manager und Einstellungsfenster dauerhaft in Ihrem Layout zu haben. Insofern verändert sich das dann zu Ungunsten des Editorfensters in der Regel. Also, ich gehe nochmal zum Standard-Layout. Das ist übrigens auch immer der Rettungsklick sozusagen. Also, Sie wollen zurück zu einer voreingestellten Standardsituation. Das wäre hier dieses Standard-Layout. Und jetzt sehen Sie erstmal Cinema so, wie Sie es immer sehen, wenn Sie es frisch installiert haben. Und jetzt folgendes: Ich habe hier den Bedarf, das Ganze jetzt anzupassen. Ich zeige Ihnen mal, wie das so grundsätzlich geht. Dann ausprobieren muss man es selber ein bisschen. Zum Beispiel werden die meisten von Ihnen den Strukturmanager eigentlich nicht so richtig oft brauchen. Wäre also eine gute Gelegenheit, den Bruder loszuwerden. Jetzt muss ich das Ganze hier irgendwie rauseisen. Da kann man mit der rechten Maustaste auf diesen kleinen geriffelten Bereich klicken. Und dann steht da Entdocken. Und dann kann ich das Ganze schließen. Schon ist dieser Strukturmanager verschwunden. Okay, auf diese Weise kann ich zunächst mal Manager loswerden, die ich nicht brauche. Jetzt natürlich hätte ich gerne meinen Objektmanager, meinen Attributemanager. Den Koordinatenmanager brauchen wir ja leider auch die ganze Zeit. Diese kleine Zeitleiste, und das braucht man vielleicht nicht. Also könnte man das schon mal irgendwie loswerden. Rechter Mausklick, entdocken, weg damit. Jetzt will ich damit nicht sagen, dass Sie keine Animation machen sollen. Das ist nur einfach ein Beispiel, wie Sie Sachen loswerden, die Sie zunächst mal nicht brauchen. Übrigens, da unten, da wo jetzt gerade nichts ist, wo dann immer was kommt, wenn Sie auf irgendeinen Button gehen, ja, schauen Sie mal da unten. Das ist auch eine eigene Palette, die Sie auch löschen können. Ich lasse sie natürlich, weil so ein bisschen Hilfe kann ja nicht schaden. So, aber jetzt zurück. Ich kann jetzt hier diese Dinge an diesen geriffelten Teilen anfassen und dann irgendwo anders hinziehen. Sie sehen dann, dass das hier so gehighlightet wird, der Bereich, wo sich das dann einfangen wird. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen komisch. Ich probiere es nochmal. Da unten, das soll ja eigentlich nur da bleiben. So, jetzt habe ich es. Ja, das sind jetzt die Objekte. Jetzt kann ich den Attribute-Manager auch noch da unten irgendwie hinziehen.
So, und jetzt habe ich hier oben ein riesig breites Editorfenster. Nehmen wir mal an, ich hätte ein CinemaScope-Format, dann wäre das jetzt ganz perfekt. Und Sie könnten dann immer Ihr, naja, Sie wissen schon, Ihr Breitbandformat im richtigen Verhältnis sehen. Die Koordinaten packe ich immer gerne unter den Attributemanager. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Der Attributemanager ist jetzt natürlich viel zu klein, da kann man ja nichts erkennen. Also wenn man da eine Lichteinstellung vornehmen wollte, da müsste man ja scrollen ohne Ende. Aber das ist jetzt alles ja nur ein Beispiel. Und jetzt geht es noch weiter. Also erstens oder zweitens, nachdem wir jetzt die vorhandenen Paletten verschoben haben, Sie haben ja hier diese kleinen Icons mit den Befehlen und Modusvarianten. Wenn Sie längere Zeit mit dem Programm gearbeitet haben, dann wissen Sie schon, was Sie alle so zu bedeuten haben und brauchen die dann nicht mehr so riesig zu sehen, vor allem wenn Sie begrenzt Platz haben, so wie ich. Rechter Mausklick, Cinema typisch, kommt immer ein Riesenmenü. Jedenfalls ist da unten der spannende Befehl Icongröße, kleine Icons. Und schon ist es klitzeklein. Das gleiche hier. Wunderbar. Und jetzt drittens sozusagen, wir hätten gerne noch ein paar andere Manager, die wir nicht standardmäßig drin haben. Ich zum Beispiel brauche fast immer dauerhaft den Render, die Rendervoreinstellungen. Also nichts einfacher als das. Man sucht sich das Ganze zusammen. Die meisten Paletten oder Manager, wie es ja bei Cinema heißt, finden Sie hier im Fenstermenü. Die Rendervoreinstellungen finden Sie nicht dort. Da müssen Sie zum Rendermenü gehen. Rendervoreinstellungen, Steuerung B. Und jetzt kommt hier so ein das bekannte Fenster, das kennen Sie schon. Und das können Sie jetzt auch an diesem kleinen geriffelten Quadrat anpacken und irgendwo hinziehen. Jetzt haben Sie es da auch drin. Und jetzt können Sie es dann entsprechend vergrößern und verkleinern. Ein bisschen gucken, was man eigentlich sieht, in welchem Einstellungsfenster kann ich schaden. Das ist jetzt auch keine ganz günstige Aufteilung hier, weil der Materialmanager ganz schmal geworden ist. Aber das ist ja jetzt erstmal nur ein Beispiel. Jetzt haben Sie auf jeden Fall dieses Render-Voreinstellungsfenster drin. Was ich persönlich auch noch ganz super wichtig finde, ist der sogenannte Content Browser. Den benutze ich oft. Und den habe ich auch immer gerne mit dabei. Ich gucke mal, ob ich ein Layout jetzt gerade hier parat habe, wo ich den immer sehe. Ich glaube, das war hier bei dem Cover zum Beispiel. Da ist er. Ja, da habe ich hier den Content Browser. Das heißt, hier kann ich durch alle möglichen Bibliotheken scrollen und schauen, was ich da für Materialien habe und so weiter. Hier ist mein Render-Voreinstellungsmanager, Objekte, Materialien, Attribute. Und ja, so habe ich es mir da eingerichtet. Jetzt habe ich natürlich das Layout gerade verlassen, das, was ich da einrichten wollte. Das ist jetzt ein bisschen schade. Das ist jetzt auch irgendwie nicht mehr da, glaube ich. Schauen wir mal kurz, ob das. Nein. Ah, es ist verschwunden. Okay. Also ich mache das jetzt irgendwie nochmal schnell. Der sollte ja weg. So, jetzt kommen die beide da unten hin. Das ist zwar, wie gesagt, ein bisschen skurril, aber wir machen das mal trotzdem. Ach so, den wollte ich ja gar nicht weghaben. Jetzt. So, der hier kann weg. Der kommt unter den Attributemanager. Und was habe ich da gerade entfernt? Den Materialmanager. Der ist dann hier. Und der kommt hier reingeklinkt. Die Render-Voreinstellung wollte ich auch noch haben. Die hole ich mir auch noch mal eben wieder. Sie sehen also, das geht auch durchaus etwas schneller, wenn man ein bisschen Übung hat. So, und jetzt habe ich hier alles irgendwie so, wie ich es gerne haben möchte. Ist ein bisschen anders geworden als gerade. Schadet aber nichts. Koordinaten brauchen nicht so groß zu sein. So, jetzt finde ich das also ganz toll. Und jetzt speichere ich das Ganze im Fenstermenü Layout, Layout speichern als. Dann kriegt das Ganze einen Test, einen Namen meine ich. In diesem Fall nenne ich das mal Test. Und dann wird das in einem Ordner gespeichert, der auf Ihrer Festplatte liegt. Da liegen auch all die anderen Formate, die anderen Layouts und Save speichert das Ganze. Ja? Jetzt können Sie das jederzeit aufrufen. Da unten ist Test. Ja? Das ist wieder Standard. Wenn Sie zurück wollen, Test, sieht es so aus. Alles klar, machen Sie davon Gebrauch. Je länger Sie mit Cinema 4D arbeiten, desto wichtiger werden Sie finden, dass alles so ist, wie Sie es gerne haben wollen. Und dann sehen Sie ja, dass es wirklich relativ einfach ist. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.